So, Probeaufnahme. Licht ist gut, scheint mir direkt voll ins Face. Und ja, ich würde sagen, kann es jetzt losgehen. Willkommen zurück zu We Play Old School, zu keiner weiteren Folge GTA oder GTA Online, whatever. Kleines Dankeschön-Video von mir an euch für mittlerweile 5000 Abonnenten. Das ist ja der Hammer, Alter. Ich freue mich, dass es so viel geworden sind und ich habe erst überlegt, machst du so ein Dankeschön-Video? Ich meine, ich bedanke mich dafür, dass ihr meine Videos gut findet. Ich meine, das macht ihr auch sowieso, aber als Geste sage ich mir mal Dankeschön. Einfach danke für 5000 Abonnenten nochmal. Ja, und ich sitze hier im Park mit meinem Kumpel Enno. Der hat hier auch sein Instrument dabei und da vorne schon ein bisschen gespielt. Wir sitzen hier auf der Decke und ich lasse mir hier die Sonne ins Gesicht scheinen, wie ihr wunderschön erkennen könnt. Und ja, mache ich jetzt derzeit öfters, in den letzten paar Tagen mich raussetzen, einfach hier in den Park, in der Nähe von meiner Wohnung, hier im schönen Lene-Vogt-Park, übrigens in Leipzig, und einfach das Wetter genießen, die Sonne genießen, weil ich bin echt froh, dass es jetzt wieder so schön warm ist, nach der langen, dunklen und kalten Zeit, vor allem dunklen Zeit, das mag ich nicht, mag keinen Winter, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, übrigens da drüben Kinder unterwegs. So. Was soll ich sagen? Wie geht's bei We Play Old School weiter? Auf jeden Fall nicht mit Trommeln, wie Enno das gerade macht, sondern mit weiteren Videos zu GTA 5, zu GTA Online. Ich habe da noch so ein paar Tipps und Tricks Videos geplant. Der zarte Elf will eventuell sich Titanfall kaufen, für den PC eventuell ein paar Titanfall Gameplays raushauen. Und ja, bei mir, wie gesagt, Tipps und Tricks Videos zu GTA Online, GTA 5, noch ein paar Tipps und Tricks Videos zu GTA 5, zu den Briefschnipseln und zu den Raumschiffteilen, Messerflügen, glaube ich, noch ein paar andere Sachen vielleicht so. Und dann noch zu GTA Online ein paar, zum Scorcher Mountainbike kommt noch was und mal überlegen, was sonst noch so kommt zu GTA 5, GTA Online und in nächster Zeit. Andere Games muss ich schauen, was mich so anspricht. Mein South Park Stick of Truth wurde ja verschoben. Die Version wird nochmal neu geschnitten wegen dem einen Hakenkreuz. Wisst ihr vielleicht Bescheid? Wollte ich eigentlich zocken, aber jetzt nicht. Hatte kein Exemplar mehr bekommen, war in einem Gamesladen bei mir um die Ecke. Und ja, das hat sich sozusagen geschissen jetzt. Von daher muss man schauen, ob ich da zu South Park Stick of Truth dann doch noch ein Gameplay verspätet bringe. Also ein Let's Play. Oder eventuell ein Review zu machen, weiß ich noch nicht. Ansonsten muss ich mal gucken, was mich sonst so an Games anspricht. Aber jetzt mal erstmal in nächster Zeit auf jeden Fall noch eine Menge GTA 5, GTA, nein, eine Menge GTA Online und ein paar GTA 5 Videos. Weil das feiere ich nach wie vor und ihr könnt es ja an den Gameplays auch sehen, die ich da raushaue, an den GTA Online Gameplays mit Zatter 11 und den anderen Leuten aus der We Play Old School Crew und den Freunden, die mit mir und mit uns sonst immer so zocken. Ja, ja, ich würde sagen, wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns bei nächsten weiteren geilen Projekten bei We Play Old School und danke fürs Zuschauen. Haut da rein. Tschüss.